Vertrauensaufbau. Ich habe gestern hier Pralinen ausgeteilt, ja? Kleine Merci's. Alles schick? Wer hat Schokolade bekommen? Super, das war doch eine geile Vertrauensaufbaumaßnahme. Danach habt ihr mich alle 1 Millimeter lieber gehabt. Das hat super funktioniert. Könnt ihr euch einen Tisch holen, wenn ihr möchtet? Dann könnt ihr nämlich Notizen. Macht in der Mittagspause. Ja, ich möchte nicht, dass ihr wie das Stroh beim Pferde sitzt. Ihr seid die Rennpferde. Ihr saugt auf. Na, hoffentlich spüre ich davon nichts. Ja, wir filmen mit. Da. Guido, hast du ein Mikrofon? Besorgt euch immer vorher ein Mikrofon. Ich weiß, manchmal hat man so einen Einfall und dann sprudelt das so raus. Ja? Und so, besorgt euch ein Mikro und dann seid ihr drauf. Ich hätte nur die freundliche Bitte, ob wir das nochmal ganz kurz mit dem Rollentausch nochmal wiederholen können, dass ich mir das mitschreiben kann. Das fand ich nämlich sehr gut. Ja, das ist dann Modul. Ja, das ist dann Modul 5 im Herbst. Einwandbehandlungstechnik Nummer 3 ist heute nicht dran. Ja. Hey, Vorsagen. Also, ja, das ist gut, aber es gibt auch noch andere gute Dinge, ja? Ich weiß. So, Vertrauensaufbau. Nächster Punkt, 3. Ich habe nicht immer die Möglichkeit, Sekretärinnen oder Geschäftsführern Pralinen zu schicken. Ja, das kann ich machen, aber das bringt auf Dauer vielleicht wenig und kostet zu viel. Guido, kannst du mal das Mikrofon deinem Nachbarn geben? Gleich. Ralf, bau mal Vertrauen auf. Einfach so blind, so aus der Tasche. Was tust du, damit ich dich lieb habe? Spontan Vorschlag. Der letzte Winter war doch wieder sehr gefährlich für Autofahrer und Fußgänger. Genau. Stimmt's? Richtig, also, das schreiben wir uns mal auf. Der letzte Winter, bam, 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 war doch wieder sehr gefährlich, ja? Sehr gefährlich. Stimmt's? Ja. Mikrofon weiter zu deinem Nachbarn. Wen haben wir hier? Das ist der Klaus-Dieter, Jochen, Sven, Hans, Manfred, Sebastian. Sebastian, mach mal weiter, bau mal Vertrauen auf. Auf deine Weise, ja? Das hier ist egal im Moment für dich, ja? Okay. Auf deine Weise. Ja, Vertrauen aufbauen ist eine gute Frage. Wie machst du es? Eine gute Frage. Mach irgendwas, was du glaubst, was sich gut anfühlt, auf das die Leute ansprechen. Jetzt bei einer Sekretärin oder bei wem? Nö. Beim Chef, du bist schon längst durchgestellt. Ach so. Zur Sekretärin brauchen wir kein Vertrauen. Wobei, da fällt mir gerade ein, wir haben noch vergessen zu klären, warum wir die nicht als Kumpels gewinnen wollen. Ja, das sprechen wir gleich noch durch. Ja? Nee, das machen wir jetzt gleich, dann können wir den Haken dran machen. Ja? Okay. So, jeder kann sich ja schon mal überlegen, so in den nächsten 5 Minuten, wie er Vertrauen aufbaut. Das kann im Unterbewusstsein weiterarbeiten, die Maschine. Ja? Was er so unternahm bislang, um den Dialog anzuknipsen. Jetzt noch schnell zur Frage. Gut, dass wir eine Checkliste haben. Ja? Schön, dass man vorbereitet ist. Sekretärinnen umgehen. Ich stelle euch eine provokative Frage und ihr beantwortet diese Frage mit dem, was ihr schon wisst, während ihr euch noch fragt, was weiß ich denn? Das wirst du gleich wissen, was du alles schon wusstest, von dem du nicht wusstest, dass du es überhaupt wissen kannst und doch weißt. Warum? Kann ich ja zurückspulen. Warum ist es gefährlich, energieaufwendig, sogar naiv und arrogant, sogar bösartig, fahrlässig, die Sekretärin zum Komplizen machen zu wollen, als Verkäufer, während ich sie anrufe und sie in alles einweihe? Wieso ist das gefährlich, arrogant, fahrlässig, die Sekretärin zum Verbündeten zu machen? Bevor ihr sprecht, bewaffnet euch mit dem Sprachwerkzeug. Wo schwirren die rum? Da vorne? Ja, gib das bitte durch. Danke, Jürgen. Sebastian kann ja schon mal antworten, während irgendeiner deiner Nachbarn den anderen Knüppel durchreicht. Warum ist das gefährlich, arrogant und
weil ich ja nicht wissen kann, was die Sekretärin dem Geschäftsführer dann weitergibt und somit das Gespräch aus der Hand gebe. Ich kann ja dann nicht mehr reagieren oder agieren. Sehr gut, wir wollen uns das mal merken. Ich kann gar nicht wissen, was die Sekretärin alles hört, mit eigenen Filtern verfälscht, ergänzt, verzerrt, generalisiert und dann irgendeinen Schrott weitergibt. Wir wollen das genau noch genauer anschauen. Wenn wir uns gleich anschauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sebastian, du hattest irgendwas auf den Lippen. Außer Herpes. Nee, Spaß. Du hattest was. Irgendwas wollte deinen Kopf verlassen. Du hast dich noch. Ah, auf die nächste Frage. Okay, Mikrofon nach hinten oder nach vorne, je nachdem. Wer möchte sonst noch eine Mitteilung machen? Bestückt sich schon mit dem Mikrofon. Hier, vorne? Nee, nicht? Hier. Heike. Du kannst auch mit zwei Mikrofonen arbeiten. Ach so, hat er. Gut, alles klar. Los geht's. Ist ja auch durchaus möglich, dass die Sekretärin dann diese Sache, die ich mit dem Chef eigentlich besprechen will, irgendwo im Unternehmen breitritt. Oh, sei denn, du willst Sex mit dem Chef. Und das soll keiner erfahren. Ja, das könnte ich unter breittreten, verstehe. Aber Kosten einzusparen oder eine Verbesserung einzuführen, das darf sich im Unternehmen breittreten. Stimmt's? Aber es sei denn, du hattest andere Gedanken. Ja? Fühlt sich gut an. Achso, haben wir das auf Bild? Rausschneiden. Raus, Micha. Warum ist es noch gefährlich? Ja, wir wollen doch mit dem Entscheider selber sprechen und nicht die Sekretärin entscheiden lassen. Das bedeutet was? Wir wollen nicht die Sekretärin entscheiden lassen? Abgesehen davon, dass sie es verfälschen kann, ja? Aber warum soll sie es nicht entscheiden? Weil sie wahrscheinlich auch nicht der Entscheidungsträger ist. Warum ist sie das? Warum ist sie das nicht? Warum dann steht auf ihrem Schild? Sekretärin. Sekretärin und nicht Vorstand oder Geschäftsführer. Chef draufstehen, genau. Hat es einen Grund? Ja, weil sie wahrscheinlich nicht dazu befugt oder in der Lage ist, solche Entscheidungen zu treffen. Das Letztere bedingt das Erste. Sie ist nicht in der Lage. Und auf sekretaria.de in diesem Chat kann man lesen, wie enorm der Druck ist, den Sekretärinnen zu bestehen haben jeden Tag. Es gibt Chefs, die sagen, stellen Sie überhaupt niemanden durch. Alles aufschreiben, alles abblocken. Blablabla. Dann sitzt die Sekretärin da, ja, jetzt klingelt's. Und dann kommt was Wichtiges, was wirklich wichtig ist. Sie ist ständig im Zwiespalt, entscheiden zu müssen, wenn ich das jetzt nicht, jeder normale Mensch weiß, irgendwas muss ich durchstellen. Schließlich spricht er doch die ganze Zeit. Und da rufen doch auch Leute an, mit denen er spricht. Was mache ich jetzt? Und dann lässt sie sich doch ein und stellt durch. Das geht oft gut. Wehe dem. Sie stellt mal ein sogenanntes Vertreter-Arschloch durch. Ich sage das jetzt mal so im Flur, in der Flurmusik. Lieber Harald, das ist nur die Flurmusik, ja, die wir hören, wenn wir mal ranhören, ja, und so. Damit meinen wir uns ja nicht, das beziehen wir nicht auf uns. Dann kriegt die Sekretärin aber eine Watsche. Was wird sie in Zukunft machen? Noch skeptischer reagieren, weil sie will das ja nicht. Will es nicht, das ist verständlich. Oder der Chef ist noch perverser und sagt ihr, bitte stellen Sie keine Verkäufer. Bitte stellen Sie keine Verkäufer durch. Und vor allen Dingen keine, die irgendwie einen Scheiß verkaufen wollen. So Werbung und Stifte. So, jetzt hat sie einen Auftrag. Jetzt hat sie einen Auftrag, der ist fast nicht erfüllbar. Jetzt muss sie nämlich entscheiden, was ist weniger wichtig, was ist wichtig. Was sind Stifte, was sind keine? Klar, du weißt, was ein Stift ist und was nicht. Doch wie viele sagen, ich möchte Stifte verkaufen? Oh, es geht um super Kundenbeziehungsmanagement-Werkzeuge. Klar, ein Stift kann eine super Beziehung herstellen. Wenn jemand auf Stifte steht, damit kannst du den Kunden so weit glücklich machen, bis der sich umbringt, wenn du aufhörst, ihn mit Stiften zu beschenken. Das geht schon mal. Aber was will die Sekretärin? Und genauso wird es auf sekretaria.de beschrieben. Die muss das alles erkennen. Die ist voller Panik. Deshalb fragt die auch so dumm dreimal neugierig, menschlich, hochwertig und auch legitim. Ja, um was geht's denn genau? Die will sich total absichern. Und du bist schon als Verkäufer genervt. Oh, wenn ich dir das jetzt erkläre, dann sagt die doch, was? Die brauchen wir nicht. Wenn die nämlich nicht sicher ist, dass das gebraucht wird, dann stellt sie das nicht durch. Die kann aber gar nicht sicher sein, dass das gebraucht wird. Das würde nämlich bedeuten, dass sie die Bilanz lesen muss, dass sie die internen Vorgänge verstehen muss, dass sie in der Lage ist, kritische Situationen einzuschätzen, dass sie
Exit-Strategien beherrscht, dass sie sogenannte kritische Wege kennt, dass sie Kostenstellen kennt, dass sie die Aufgabenliste eines Vorstands runterbeten kann und die Erfahrung hat, zu beurteilen, was jetzt intelligent ist für die Firma und was nicht. Diesem Druck sind viele Sekretärinnen ausgesetzt und unterhalten sich darüber im Chat und wissen sich manchmal nicht zu helfen. Und dann kommt irgendjemand und sagt, es ist privat. Ja, Sekretärin wird anschließend zum Schafott geführt. Da haben sie sich aber ganz schön abschneiden lassen, ja? Er beißt hier bloß auf. Und so. Und dann ist der Chef manchmal genervt, weil er zu wenig Umsatz macht. Schwillt ihm der Kamm, ist er sowieso auf 80 oder auf 180, ist unentspannt und dann kommt noch so ein blöder Verkäufer, der abgesehen von zu wenig Umsatz auch noch Geld aus der Firma ziehen möchte. Mit irgendwelchem Scheißdreck. Passt perfekt. Die Sekretärin ist eine Sekretärin und mehr ist sie nicht. Sie hat dafür zu sorgen, dass das Material ordentlich abgelegt wird, dass Stifte nachbestellt werden. Sie hat dafür zu sorgen, dass entweder wirklich niemand durchgestellt wird. Das heißt, ich nehme ihr den Telefonapparat weg. Oder ich sage, pass nicht auf, Sie rufen nur an, wenn ich Sie anrufe, verbinden Sie mich mal mit dem Weihnachtsmann. Dann sind Sie dran. Erst dann bewegen sich Ihre Finger auf der Tastatur. Anderenfalls bleiben die an der Dampfheizung an den Handschellen angekettet. Haben Sie das verstanden? Oder der Chef sagt, Sie sind auch meine Telefonmieze, mein kleiner Umschlagbahnhof hier, Waggons hier, da, das Drehkreuz der Kommunikation. Dann gebe ich Ihnen aber nicht die Verantwortung zu entscheiden, wen stellen Sie durch und wen nicht. Sobald jemand dran ist, der freundlich ist und der sagt, er hat einen Vorteil, rein zu mir oder aufschreibe, wenn ich telefoniere. Dann schauen wir uns das an. Dann setzen wir nämlich unseren Auszubildenden Benjamin dahin, der soll zurückrufen, und so mache ich das zum Beispiel, und genau löchern, um was es geht. Und dann entscheiden wir, ob wir uns damit näher beschäftigen. Einverstanden. Das fühlt sich als Sekretärin viel wohler an, oder? Ah. Carsten, ein Einwand noch, bitte. Woher kommt die Stimme? Ja. Yeah. Ach, da hinten? Ja. Aus meiner Praxis. Aus deiner Praxis. Stichwort Ehegattenarbeitsvertrag. Die Assistentin ist die Alte vom Chef. Und die Assistentin hat leider in Wahrheit das Sagen. Das ist die Ausnahme. Da muss ich sie wirklich auf meine Seite bringen. Das ist die einzigste Ausnahme, die man doch hin und wieder mal antrifft. Ja? Okay, pass auf. Klaus, kurzes Beispiel. Ja, Verkäufer lieben die Ausnahmen, um zu erklären, dass es nicht geht. In dem Fall hat es sogar eine bestimmte Logik, heißt aber nicht, dass es nicht geht. Und das weißt du auch, du Schlawiner. Aber wir wollen uns trotzdem kurz dieser Frage widmen, weil es für viele Zuschauer auch wichtig ist, die ja immer wieder Gründe finden, warum irgendwas nicht in ihrer Branche oder bei irgendeiner Technik funktioniert. Wie oft bist du schon verheiratet gewesen? Einmal. Super. Das wäre fast ein Applaus wert in der heutigen Zeit. Aber keiner findet das gut, hörst du es? Okay, pass auf. Es gibt eine neue Versicherung, und zwar gegen Scheidungsrisiken, die Männer komplett absichert, wenn die Frauen sich scheiden lassen, alles mitnehmen, Konto abräumen. Welche Frauen machen das? Die Brünetten oder die Blondinen? Wer ist für Blondinen? Ja, genau. So, also. Es gibt eine neue Police, kostet nur 1.000 Euro im Jahr, aber die sichert dich ab gegen Scheidung. Willst du die gerne kaufen? Doch. Obwohl? Ist wohl zu billig, hä? Oder bist du gerade dabei, dir was Jüngeres zu suchen? Hä? Keine Auskunft. Ach Gott, also stimmt's also. Sonst könntest du ja sagen, nö. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich was Älteres fände. Kann ja sein. Also, kostet 5.000 Euro im Jahr. Kaufst du? Können wir da noch mal drüber handeln? Na gut, nehme ich 10. Ey, der will 5.000 Euro für eine Scheidungsversicherung ausgeben jetzt. Bei dem Mann läuft was. Da ist was im Busch. Frag dich nur, um welchem. Okay, 10.000. Letztes Angebot. Zu billig. Oh, Klaus, ey. Ich fahr gleich zu dir nach Hause.
und hängt ein anderes Namensschild dran. Wohnt hier der Klaus? Nee, der ist raus. Wenn ich dann so, also andere Kläuse frage, die sagen, ja, für was brauche ich denn den Scheiß? Ja, dann stelle ich die Frage, ja, aber wieso willst du es denn nicht haben? Ja, naja, näher hinterfragt bedeutet es, ja, eine Scheidung passiert viel zu selten, ist viel zu unwahrscheinlich. Gibt er nicht 2000 Euro für ein Risiko aus, was nur jeden 100.000sten trifft und mich vielleicht erst in 20 Jahren, wenn überhaupt? Ja, und außerdem habe ich sowieso nichts. Stimmt's, Klaus? Ah, diese Aussage verbreiten wir im Internet. Dann bist du nämlich für die anderen Frauen plötzlich unattraktiv. Es sei denn, es findet sich eine, die dich nicht deines Geldes wegen liebt, sondern so wie du bist. Möchtest du geliebt werden, so wie du bist? Na immer. Hm, wer nicht, ja. Also, lass den Scheiß verkaufen, dann findest du auch eine ehrliche Frau. Ohne Geld. Das ist die wahre Liebe. So, das Konzept gefällt nicht nur dem Klaus. Wer möchte noch nach Hause? Also, lieber Klaus, die Antwort auf deine Frage ist, wir werden uns später diesen Einzelausnahmen widmen. Der Verkäufer, der geneigte Verkäufer, der Teilnehmer und der Zuschauer, die werden schon verstanden haben, dass es sinnvoll ist, sich das ein oder andere Risiko zu versichern. Aber wenn das zu selten vorkommt, geben wir doch dafür keine Verkaufsliebe her, oder? Und keinen Speicherplatz frei. Das macht der Profi, der tatsächlich schon eine Menge weiß und der sagt, ich mache das jetzt einfach, weil ich eine gewisse Meisterschaft, eine Meisterklasse erreichen möchte. Ich möchte auch noch die Fälle knacken, so oft wie es geht und sinnvoll ist. Für den Anfang reicht das. Das. Ja, reicht das. Wenn du allerdings nur Ehefrauen akquirierst, tust du das? Nur mitarbeitende Ehefrauen akquirieren? Ich sag dir, wenn es nicht so ist, lass die Pfoten einfach davon. Gehst hin und sagst, guten Tag, mein Name ist Klaus. Wie sieht's aus? Sind Sie die Chefin vom Chef? Und die meisten werden vermutlich antworten, ja, wäre ich gerne. Gut, dann hast du doch schon eine schöne Filterfrage gestellt und weißt, dass du weiter telefonieren kannst. Ja? Ganz einfach. So, das ist jetzt keine spezielle Verkaufstechnik, irgendwas. Ja, machst du. Sind Sie die Chefin vom Chef? Spreche ich mit der Chefin vom Chef? Ich spreche doch mit der Chefin vom Chef, oder? Nee, wie kommen Sie denn darauf? Boah, Sie haben so eine... Nein, nicht sexy, da komme ich gleich dazu. Sie haben so eine bedeutungsvolle Stimme. Das hat sich gerade so autoritär angehört. So wichtig, so als hätten Sie eine Menge zu sagen im Unternehmen. Ja, und die fällt gleich in Ohnmacht. Also, Klaus, deine Frage ist beantwortet. Hinten gibt es bei Horst noch eine Frage, auch wenn das eine Einzelheit betrifft. Wir, Sie liegen gerade noch gut in der Zeit. Ist sie bedeutungsvoll, die Frage? Vielleicht zu weit gehen für die Sekretärin-Umgehungstechnik. Angenommen, bin als Verkäufer jetzt durchgestellt zum Chef und der sagt zu seiner Sekretärin, Bayreuther, kann hier nichts mit anfangen. Wer ist denn das? Dann kommt sie zurück, ja, und sagt, mein Chef kennt aber keinen Bayreuther. Was sagst du dann? Sagen Sie, jetzt muss ich kurz Luft holen, wie erklären Sie sich eigentlich, dass der Herr Dr. Fischer meinen Namen schon wieder vergessen konnte? Moment. Alles klar. Oder so. Es ist das ist auch eine absolute Ausnahmesituation. Das kommt so gut wie nie vor. Also bereitet euch nicht auf die Ausnahmen vor, sondern auf das, was mehrheitlich geschehen wird. Dann seid ihr im Grunde genommen durch. Es sei denn, es ist für dich unerträglich und du möchtest gerne überall durchgestellt werden. Und jedes Mal, wenn es nicht passiert, ist es eben diese Einzelerfahrung, die du dann gleich wieder generalisierst. Sekretärinnen sind scheiße. Schlimm, schlecht, Drachen. Seit gestern weißt du, wie du dich da wegprogrammieren kannst und trotzdem schön weiter telefonierst. Ja? Nochmal ein Wort zum Schleimer. Ja, habe ich irgendwas gehört? Sexy. Ja? Es gibt viele Männer, die können nicht flirten. Das liegt in der Natur der Sache, weil sie gehemmt sind. Sie stehen ständig in dem Widerspruch zu überprüfen, bin ich jetzt schon charmant oder nicht? Und die meisten Frauen, mit denen man flirtet, sind auch überrascht und reagieren natürlich auch gehemmt. Oder denkst du, nur Männer sind gehemmt?
Die meisten Menschen haben ja schon ein Problem, Lob anzunehmen. Ja, wie soll das dann beim Flirten sein? Die meisten Frauen haben ein Problem, ein Kompliment anzunehmen. Das stellen sie gleich in Frage und denken, du willst schon nur pumpchen mit mir, ja? Und so, dann gehen sie gleich auf Konfrontation. Wenn nun ein Verkäufer sagt, oh, liebe Frau, so wie, oh, Sie haben aber eine, ja, kommen Sie zur Sache, bin ich doch. Ja, und so. Also ich wollte Ihnen immer sagen, eine schöne Stimme und so. Auf sekretariat.de gibt es ein extra Forum unter Menü, da geht es nur darum, zu erläutern, wie Verkäufer versuchen, die Sekretärinnen um den heißen Finger zu wickeln. Die machen sich total lustig. Manche sind sogar so erbost, dass sie sagen, ich bin doch hier nicht die Telefonnutte. Ja, und so. Und stellen deshalb schon nicht durch. Das kommt bei den meisten Verkäufern künstlich. Es gibt nur sehr wenige, die diesen Charme besitzen und die Schlagfertigkeit haben, der Sekretärin irgendwas Schönes an den Mund zu schmeicheln da. Und dass sich dann noch so authentisch anfühlt, dass sie sagen, oh, ist der nett. Ja? Den stelle ich aber durch, viel zu gefährlich, lasst das einfach. Seid einfach normal, authentisch, vielleicht ein kleines bisschen solider als nötig. Dann wirkt auch das mit der Intonation und mit der Autorität super. So, Vertrauensaufbau. Das ist jetzt 7 Minuten Zeit, um dir was einfallen zu lassen. Sebastian sucht ganz nervös das Mikrofon. Heike ist zur Stelle. Los, weiter geht's. Jetzt. Hallo. Ja, ich habe bis jetzt immer, eigentlich, wenn ich den Tag vorher aufgegriffen, also zum Beispiel gesagt, Mensch, hast du es auch gesehen, gestern Abend in Nachrichten oder dergleichen. Gestern Abend. Wie, mach mal vor. Mensch, hast du gestern auch gesehen, in den Nachrichten war ja unglaublich und dann eben ein Thema. Was war denn unglaublich? Ja, die Vergewaltigung? Nee, sowas nicht. Der Massenmord, zum Beispiel die Geschichte mit sowieso Opel oder sowas jetzt. Im Hindukusch? Was? Die Geschichte mit Opel, die jetzt vor einem halben Jahr war. Geschichte mit Opel. Was war denn da? Hast du nicht auch gesehen, dass in den Nachrichten Opel total auseinandergenommen wurde? Hm? Was hältst du davon? Das ist total scheiße, aber um was geht's denn? Hast du nicht gesehen? Nö, muss ich? Guckst keine Nachrichten? Kaum. Ich bin am Geld verdienen, um Leute wie Sie zu bezahlen. Sie wollen mir da bestimmt was aufs Auge drücken, oder? Da haben Sie genau richtig erkannt. Ja. Und das, ja, das ist... Du, mir würde auch nicht gleich was einfallen. Vor allen Dingen nicht, wenn hier der dich die ganze Zeit anglotzt. Ja? Und so, ja? Oh, es ist komisch zu wissen, dass 5 Millionen Menschen draußen zuschauen, während wir das live ins Internet streamen. So, Klaus, na, wie geht's dir? Ein kleiner Spaß, ja, ein kleiner Spaß. Martin, das mit Opel, ja. Opel ist, da gibt's ein Drama, ja, das wurde mitgeschnitten, ja. Das sind alles Sachen, die richtig sind. Sie bauen auch Vertrauen auf. Du würdest auch Vertrauen aufbauen, wenn du einfach nur sagen würdest, guten Tag, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin neu im Verkauf, ich muss meine Familie ernähren und ich brauche Neukunden, wie sieht's aus? Können Sie mir eine halbe Stunde zuhören? Vielleicht kaufen Sie dann was. Das würde auch funktionieren. Ja? Oder du sagst, guten Tag, mein Name ist Sebastian, ich kann meinen Leitfaden nicht lesen, die Sauklaue. Wir müssen irgendwie so ins Gespräch kommen. Ja, um was geht's denn? Ja, auch das wäre in Ordnung. Ja, so. Also, ich habe eine Idee und zwar, das ist auch für die Zuschauer ganz wichtig, die Idee in meinem Kosmos besteht darin, keiner von euch hat irgendwas falsch gemacht bisher, sondern alles richtig. Sonst wäret ihr nicht in der Lage, Kinder zu erziehen, also großzuziehen, Mieten zu zahlen. Ihr habt ja schon hunderte Male verkauft, da braucht ihr keinen Bayreuther dafür, um zu erfahren, wie es geht. Einverstanden? Hast du denn schon was verdient? Wie ist denn dein werter Vorname, nachdem du dir das Mikrofon geholt hast? Barbara? Mach doch einfach Mikrofon. Nee, das müssen wir ja, wir machen ja hier einen Mitschnitt, ja? Und der geneigte Zuschauer möchte ja auch sich an deiner schönen Stimme erlaben. Machst du einfach den so nach oben, guck mal, Barbara, bing, dann ist er. Barbara, welche Frage habe ich dir gestellt? Das weiß ich schon nicht mehr. Ich auch nicht.
Das werde ich ganz mal zurückspulen. Mal zurückspulen. Um was ging es noch gerade? Was ich schon verdient habe. Siehst du, das passiert Menschen, denen es nicht nur ums Geld geht. Merkst du was? Wir passen gut zusammen. Mhm. Ja. Ja, klar, das glaubt uns sowieso kein Schwein. Ja? Aber okay, alles klar. Also, hast du schon Geld verdient? Ja. Also es geht ganz offensichtlich auch ohne mich. Bist du einigermaßen durchgekommen oder lebtest du von Feldpostbriefen, die du aus dem Afghanischen ins Deutsche übersetzt hast? Nein. Gut, okay, ich habe schon Geld verdient ohne Carsten Bayreuther. Ich mache mal Applaus. Sehr gut. Aber ich möchte ein mehr Prosit verdienen auf mit die Unabhängigkeit. Fragt Thorsten, das gelingt niemandem. Thorsten hat gesagt, man kann kein Geld verdienen, wenn man mit meinen Techniken arbeitet. Stimmt nicht. Aber dein Lächeln ist wie warme, so wie warme Umschläge. Barbara, alles, was du bisher getan hast und deine Kollegen an den Bildschirmen und hier im Seminarraum, haben alles richtig gemacht. Das hat schon damit begonnen, dass sie zum Hörer griffen, während andere immer noch davor gehockt haben und überlegt haben, was muss ich jetzt eigentlich noch erledigen, Gartenarbeit und ich muss ja noch mal pinkeln, bevor sie ans Telefon. Da hast du schon begonnen, was richtig zu machen. Ja. Was du dann auch Intuition nennst oder Erfahrung oder Menschenkenntnis, vieles von dem hat dir geholfen, Geld zu verdienen. Die Frage ist nicht die, was hast du richtig oder falsch gemacht, sondern wie richtig hast du das in der Vergangenheit getan? Und das ist auch die Antwort auf die Frage, warum sind einige Fragen so komisch, so nicht eindeutig. Ja, es gibt hier Antworten, die bekommen einen Punkt. Da gibt es Antworten, die bekommen 8 Punkte oder 10. Es können auch manchmal mehrere richtig sein. In meiner Welt ist ein Verkäufer dann erfolgreich, wenn er im richtigeren Moment das richtigere Verhalten auf die richtigere Weise an den Tag legt. Denn Verkaufen ist nicht schwarz-weiß. Es gibt eine Trillion Situationen und du musst entscheiden, was ist angemessen. Angemessenheit ist das, was du erlernen kannst. Angemessenheit. Da hast du es sogar noch einfacher als Piloten. Ein Pilot kann nicht später sagen, ja, ich dachte, das sei in der Situation angemessen. Die haben klare Szenarien, wie sie sich verhalten müssen, wenn einer furzt. Und ich will nicht wissen, was sie alles trainieren müssen, wenn es mal ein bisschen rappelt in der Kiste. Da muss es stimmen. Da gibt es nicht, ja, wir haben das interpretiert. Nein, da gibt es klare Anweisungen. Und genau das Gleiche passiert beim Kochen. Wenn Mehl dasteht, gibt es ja auch keinen Puderzucker rein, weil du gesagt hast, oh, das könnte Mehl sein. Sieht genauso aus. Oh, ist das Mehl heute schön, schön weiß. Das ist ein besonderes Mehl, besonders gereinigt, sagt sich der geneigte Koch und interpretiert Mehl. Ja, dann muss er nicht schmecken, das, ja gut, dann muss er, Habe ich schönen Rouladenkuchen gebacken oder Knoblauchkeks mit Fischpralinen. Tolles, toll, toll. Also, Vertrauensaufbau. Wir untergliedern den kybernetischen Vertrauensaufbau in 4 Sektoren. Ihr dürft mitmalen, wenn ihr Lust darauf habt. Sektor 1. Ich nenne ihn mal Sektor A, B, C und D. Das sind 4 syntaktische Werkzeuge. Das erste syntaktische Werkzeug, das Element, das ist das Werkzeug. Das erste syntaktische Element bezeichnen wir mal als Startsequenz. Das zweite, das könnte ein Gefühl oder ein Prozess sein. Ich erkläre gleich noch, was ich damit meine. C, sagen wir einen Volksglaubenssatz. Schnell mal hier wiederholen, die von gestern hier schön aufgepasst haben. Nenn mir mal einen Volksglaubenssatz. Wer hat ein Mikro und war gestern da? Barbara hat ein Mikro, war aber gestern nicht da. Sag mal einen Volksglaubenssatz. Genau, bring uns den mal. Geld macht nicht glücklich. Genau. Wer denkt das noch? Geld macht nicht glücklich. Hand hoch.
Richtig, es gehören auch Immobilien, Gold und Edelmetalle dazu. Das ist genial. Frank, sehr geil. So, und ein Bestätigungstag. Habt ihr? Bestätigungstag. Das ist ein Schnipsel. Kommt aus der Programmiersprache, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Da werden auch viele Schnipsel zu einem Ganzen zusammengebastelt und dann gibt es sowas wie eine Website. Auf Deutsch Internetseite. Oder auf Deutsch elektronische Visitenkarte. Hm, ist gut? So. Startsequenz. Eine Startsequenz einer sogenannten unbestreitbaren Wirklichkeit, die wir zum Vertrauensaufbau bilden, könnte zum Beispiel sein, ich blätter noch mal schnell zurück und wir schauen uns mal diese Startsequenz an. Da sagt der Verkäufer, ja, ja, der letzte Winter war ja sehr gefährlich, oder? Und behauptet, der letzte Winter war sehr gefährlich. Dann kommt der nächste Verkäufer. Was hast du mich nochmal gefragt, Sebastian? Nachdem du hast gesagt, haben Sie das schon von Opel gehört? Haben Sie das schon von Opel gehört? Kann jeder lesen, ja? Ist deutlich genug? Es könnte aber auch Folgendes sein. Wir bedienen uns eines anderen Werkzeuges, nämlich ich gebe hier nur mal eine Startsequenz, ja, das ist die einfachste, ja. Hier bedeutet es immer, es wird weitergesprochen, vermutlich. Und das benutze ich jetzt mal auf die beiden anderen Aussagen. Vermutlich haben Sie es mitbekommen, der letzte Winter hat Sie unter Umständen auch knallhart getroffen. Vielleicht sogar viel Energiekosten verursacht. Mehr als sonst. Oder? Ja, vermutlich. Oder? Vermutlich haben Sie es in den Nachrichten gehört. Opel hatte ja vor 6 Monaten ABCDE, will ich nicht weiter kommentieren. Ja, nicht wahr? Wir werden das gleich noch weiter anschauen. Und dass wir es uns weiter anschauen können, habe ich noch 2 Ideen. Und zwar, Geld macht doch sowieso nicht glücklich. Geld macht doch sowieso nicht glücklich. Und Nummer 2 wäre zum Beispiel, Sie, das ist ganz super, Sie sind doch auch immer an Profit interessiert. Das ist nicht falsch, allerdings gibt es einen großen Unterschied. Viele Verkäufer arbeiten mit diesen sogenannten vertrauensaufbauenden Werkzeugen schon, mit den unbestreitbaren Wirklichkeiten, also Dinge, zu denen die Menschen, wenn man sie danach fragt, nur mit Ja antworten können, entweder verbal oder gedacht. Sogenannte Ja-Schienen. Und diese Ja-Schienen sind für den Verkauf sehr wertvoll. Allerdings haben sie einen entscheidenden Vorteil, wenn man weiß, welche Ja-Schiene besser funktioniert. Dann lässt man nämlich die herkömmliche, alte, plumpe, Suggestiv-Ja-Schiene, die lässt man weg und benutzt die hochwertige Ja-Schiene, die nicht als Ja-Schiene und Suggestivfrage identifizierbar ist. Und warum macht man das? Weil man weiß, warum das besser funktioniert. Und das schauen wir uns kurz an. Und zwar so plumpe Aussagen wie zum Beispiel, Geld macht doch sowieso nicht glücklich. Ist doch so. Ja, was machst du, wenn du jemanden triffst, der vielleicht anderer Meinung ist, hast du Pech. Noch viel schlimmer ist es, Sie sind doch auch wie ein Unternehmer, der immer an Profit interessiert ist, oder? Da wird es richtig schlimm.
Nein, ich habe mein Unternehmen extra gegründet, um mal richtig geil pleite zu gehen. Was denken Sie denn? Natürlich! Oder Sie sind doch bestimmt auch ein Unternehmer, der immer wieder Neuem aufgeschlossen gegenübersteht, weil er weiß, da entwickelt sich was. Nein, ich wähle absichtlich das verbrauchte Wissen. Damit verdiene ich besonders viel Schotter. Das sind Suggestivfragen. Du kannst nämlich nicht mehr Nein sagen, obwohl die Möglichkeit bestünde. Sagst du Nein, machst du dich zum Obst und unterstreichst deine Imperfektibilität und möchte das irgendeiner hören? Natürlich nicht. Genauso könntest du fragen, stimmt's? Kühe fliegen doch nicht, oder? Hat sich das auch schon bis nach Berlin rumgesprochen? Was macht mich also an? Sind es die Fragen, wo ich immer noch das Gefühl habe, entscheiden zu können, egal wie ich antworte, ich verliere nicht mein Gesicht und werde sogar noch an meinen stärksten Gefühlen und Motivatoren berührt? Oder ist es eher die vertrauensbildende Suggestivfrage, Sie sind doch auch ein Unternehmer, der Gewinn machen möchte? Ja, wenn ich jetzt Ja sage, muss ich ja einen Termin geben. Dann kann ich ja nicht mehr raus. Also sage ich lieber, ja, wissen Sie was, haben wir schon. Brauchen Sie gar nicht weiterzureden, dann kann ich mir das sparen. Ja, wenn Sie mehr, kommen Sie mal zum Punkt und so weiter und so fort. Da provoziert man natürlich Probleme. So, also entscheiden wir uns für eine intelligentere Form des Vertrauensaufbaus. Entscheiden uns für eine intelligentere Form der unbestreitbaren Wirklichkeit. Weg von der profanen Suggestivfrage hin zur Suggestivfrage, die keine ist, weil sie von Vorannahmen lebt und Glaubenssätze bedient. Okay, gehen wir mal rein. Also, Startsequenz 1. Vermutlich. Was mache ich damit? Sobald ich jemanden anspreche und sage, ich kann mir gut vorstellen oder ich wäre nicht überrascht oder es soll ja Menschen geben oder möglicherweise oder unter Umständen vielleicht, dann baue ich diesem Menschen einen riesen Bewegungsraum. Er kann sich angesprochen fühlen oder nicht. Er kann dann selbst entscheiden. Klar, entscheidet er wieder genau so, wie ich das gerne möchte, weil ich ja weiß, dass ich mit Fragen die Gedanken verändere. Und sobald ich die Gedanken verändere, verändere ich die Gefühle. Verändere ich die Gefühle, machen die Leute, was ich möchte. Weil sie alle nur eins wollen, sich gut fühlen. Egal auf welcher Ebene. Kommen wir noch dazu. Also, Vermutung heißt, gib mir Freiraum und Selbstbestimmungsrecht. Ja? Dann ecke ich auch weniger an. Deshalb. Vermutlich. Dann spreche ich ein Gefühl an oder einen Prozess. Wie das geht? Ganz einfach. Barbara, was könnte denn im Leben ein Prozess sein? Also kein Gerichtsprozess, sondern was findet in deinem Leben statt? Was ist so ein Prozess? Sag mal, so eine Abfolge von Dingen oder wenn du etwas tust, beschreib mir mal einen Prozess, den du täglich tust. Also aufstehen, waschen. Waschen. Frühstück essen, Mittagessen. Abend. Genau, das wäre ein Prozess. Und wie könnte man den Prozess zusammenfassen? Tagesablauf. Richtig. Tagesablauf ist ein Prozess. Und wie sagen wir, wenn wir jetzt kein Substantiv benutzen, sondern ein Verb, ein Tätigkeitsverb? Arbeiten. Nee, das ist keine Arbeit. Gehört auch dazu, ja, aber... Sagen wir mal... Ich gebe einen Vorschlag, ja? Moment, ich nehme einen dünneren Stift, dann kann ich mehr schreiben. Also. Leben. Leben? Ja, wollte ich gerade hinschreiben. Ja. Ja, sehr gut. Erleben. Was ist noch ein Prozess? Ich weiß, das kann man jetzt nicht richtig lesen, aber es ist wurscht. Das weiß ja jeder, was es heißt. Erleben. Was ist noch ein Prozess? Arbeiten. Genau. Einverstanden. Was noch? Was tust du den ganzen Tag? Manchmal unfreiwillig. Denken. Mache ich auch. Machen wir gleich, nach dem Vertrauens. Denken. Oh, Barbara denkt. Ich liebe intelligente Frauen. Sehen. Sprechen. Oh, mache ich auch sehr gerne. Jetzt hört doch bitte auf. Sprechen und sehen. Entscheiden, einverstanden? Ja. Richtig. So, und Gefühle, Barbara, das fällt dir leicht. Ja.
Was noch? Vertrauen. Vertrauen. Spüren. Ja? Ja. Trauern, lieben, vertrauen, spüren, Enttäuschung. Ja? Enttäuscht sein. Dann nehmen wir mal deinen Volksglaubenssatz Nummer 1, liebe Barbara. Wie hieß der nochmal? Geld macht nicht glücklich. Geld macht nicht glücklich, ja? Mhm. Nehmen wir, macht nicht. Ihr könnt es dann selber mit notieren. So, jetzt gibst du mir noch einen zweiten. Davor allerdings eine Aufgabe an dich, die alle anderen miterledigen können. Nenn mir irgendein Substantiv, was bei dir schlechte Gefühle auslöst. Jetzt. Finanzamt. Ha, sehr gut. Einverstanden? Nehmen wir, ja? Finanzamt. Notieren wir uns, können wir uns merken. Finanzamt. Was glaubst du, das ist nämlich die sogenannte Prozessfrage, die dich zum, auf dem Weg dahin zu einem Ergebnis bringt, was du gleich hier verwenden kannst, zur Bildung einer höherwertigen, unbestreitbaren Wirklichkeit, einer verkappten Suggestivfrage, die gerne angenommen wird und die mitten ins Herz geht, widerspruchsfrei. Was glaubst du, glauben die meisten Menschen da draußen über das Finanzamt, über die Finanzbehörde? Spontan, ist erlaubt. Die zocken uns ab. Wer ist nicht einverstanden damit? Also, demokratischer Beschluss aller Trainingsteilnehmer, ihr zockt uns ab. Das ist der Videobeweis, dass wir die Partei wählen, die das Finanzamt abschafft. Einverstanden? Also, Frau Merkel, falls Sie da noch an der Macht sein sollten, nutzen Sie die Chance. Also, zockt uns ab. Es zockt, Finanzamt zockt uns ab. Sag mal, Barbara, wieso hat denn keiner widersprochen? Kannst du dir das erklären? Ja, weil sie es alle auch so erleben. Okay, Moment, dann ist es zu einfach. Barbara, nimm mir ein zweites Substantiv, bei dem du traurig bist, wenn du es aussprichst, traurig wirst. Bank. So, wer hat Lust, mit sein Leben gegen ihres zu tauschen? Barbara, abgesehen von Bank, kommt ja dem also Finanzamt... Ich meinte jetzt die richtige, nicht eine Parkbank. Eine Parkbank? Nein, die meinte ich nicht. Ich meine so eine Bank mit Geld. Das wussten wir doch. Okay. Dass eine Parkbank uns nicht abzockt. Ja, das wäre ja noch was. Setz dich hin mit, willst Gänse, Enten füttern, setz dich hin, plötzlich ist die Tüte leer, die Parkbank, die Brot da hier gefressen. Ja? Es geht. Okay, also Barbara, nenn mir noch irgendwas anderes, was nicht so mit Geld zu tun hat. Ach so. Hast du schon mal, bist schon mal traurig gewesen? Ja. Tief traurig. Ärger. Ärger ist schon ein Substantiv. Also gut, Vertrauensbruch. Erläutere mit einem weiteren Substantiv Vertrauensbruch. Enttäuschung. Nee. Das ist ja nicht erläutert. Du hast nur ein weiteres abstraktes Substantiv nachgeschoben. Sehr clever, aber ich habe es gemerkt. Ach so, Vertrauensbruch. Betrug. Nein, wieder ein abstraktes Substantiv. Hey, Schlingel. Also, weiter geht's. Wer hat dich wann womit betrogen? Sollen wir erraten oder möchtest du es lieber? Hey, komm, wir waren alle schon mal. Also guten Versicherungsvertreter. Gut, okay. Also an alle Versicherungsvertreter, für euch ist die Session hier beendet. Es kann nur noch schlimmer werden, ja? Also, gut. Nein, nein, nein. Versicherungsvertreter. Hat er dich schon mal betrogen? Wie hat er das geschafft? Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Gut, also, wir wollen etwas über dein Herz erfahren, weil wir ja präsentieren möchten, warum Menschen so schnell vertrauen.
ist es aber in einem ganz früheren Leben gewesen. In Ordnung. Macht nichts. Ein Mann hat mich betrogen. Nein. Ja. So, dann haben wir es doch. Wie er das gemacht hat, ist wurscht. Völlig egal. Genau. Wollen wir auch gar nicht wissen. Vielleicht stellt sie heraus. Also, mein Mann hat mich betrogen. Mein damaliger. Ich schreibe das hier nicht so richtig, das Ding hier, egal. Okay, so, und unten benutzen wir das Bestätigungstag, wie zum Beispiel, wir hatten Mikrofon, ist schon fortgeschritten? Fortgeschritten. Wer hat ein Mikrofon? Wer hat das zweite Mikrofon? Zweites Mikrofon? Hallo? Das ist dieser schwarze, lange Knüppel. Wo ist das zweite? Ey, kostet 600 Euro, kann ich einfach einstecken. Ich meine nicht dich, sondern sie. War ein Spaß. Mandy, ja? Alles cool? Gut. Was? Ach, dich hat die Sonne geblendet. Du wolltest mir nicht dein Messer zuwerfen. Okay, warte, weiter. Ich habe die Sonne geblendet. So, also, Michael, bist du schon fortgeschritten? Nee. Ich würde aber trotzdem sagen, stimmt's zum Beispiel? Oder richtig? Siehst du, man muss nicht mal fortgeschritten sein, um die richtigen Dinge zu wissen. Das wusstest du auch, Barbara, stimmt's? Genau. Nicht wahr. Nicht wahr. Zum Beispiel. So, und weil der Michael gleich so lockerflockig drauf loslegt, werden wir gleich mal, du bekommst jetzt von mir ein Beispiel, wie man eine höherwertige, unbestreitbare Wirklichkeit bildet und somit sofort ins Herz vordringt. Denn was ist das Wichtigste, was wir über Menschen und ihre Imperfektibilität wissen, über ihre Unvollkommenheit wissen können? Sobald man ihnen Schokolade gibt, fangen sie an zu vertrauen. Ist das irre? Ich habe euch gestern das Beispiel hier mit den, wie hieß das, Merci-Schokolade, ja? Oh, jetzt läuft natürlich die Kamera, sonst würde ich sagen, ich bin ein Leichenschänder. Dein Nachbar. Und du hast 20 Jahre lang nichts gemerkt. Ich habe dir Mehl ausgeliehen, ich habe Schokolade verteilt, ich habe auch mal auf den Hund aufgepasst, aber in meinem Keller warst du noch nicht. Und ich habe so oft bei dir auf der Couch gesessen und mit dir gefeiert, stimmt's? Niemand hat überprüft, ob ich wirklich vertrauenswürdig bin, stimmt's, Heike? Aber ich habe deine ganzen Wirbeltiere getötet. Ich war das. So, jetzt weißt es. Also, Spaß beiseite. Heike und all deine Mitbewohner auf diesem Planeten machen etwas gemeinsam, was ganz Besonderes. Das können wir als Verkäufer zugunsten des Kunden nutzen. Und zwar, sie generalisieren Einzelerfahrungen. Einmal Mehl ausgeliehen, schon ist der Nachbar nett. Dann kommt er nochmal zur Party und 3 Wochen später passt er auf den Hund auf. Ist der Hund noch am Leben, darf er aufs Kind aufpassen. Und dann passiert's. Das Kind macht wieder in die Hose. Also, gut, ich wollte den Gedanken weg vom Keller locken, weil wer war jetzt gerade im Keller? Hä? Ja, ach so, ja, gut. Gut. Also, Heike, und Sie machen noch etwas Entscheidendes. Sie qualifizieren die Erfahrung auf eine ganz bestimmte Weise. Wer leiht sein Mikrofon aus? Da hinten haben wir eins. Haben wir eins weiter vorne? Hier der Micha. Micha schmeißt es schnell nach vorne. Heike, wer leiht sein Mehl aus? Doch nur der Nette, oder? Nette Menschen, ja. Der nette Mensch. Nenn mir mal einen netten Menschen, nenn mir mal nur den Vornamen, den du richtig nett findest. Also jetzt außer mich und hier, Tobias. Michael. Habt ihr euch, läuft da was? Michael. So. Kann es sein, dass du mit Michael Dinge besprichst, die du mit anderen nicht besprichst oder nur mit ein paar wenigen anderen sonst noch? Nein, soweit sind wir noch nicht. Ach, dann läuft da also doch was. Dann nenn mir einen Namen, dem du vertraust. Sandra. Sandra. Ist die auch nett? Sehr nett. Das heißt, Michael muss noch weiterhin nett sein, damit du ihm auch vertraust. Aber ja. Sandra vertraust du schon. Die ist doch nett, ne? Sehr nett. Mhm.
Was besprichst du mit Sandra? Nimm mir nur ein Beispiel, was du mit Sandra besprichst, das du mit anderen nicht teilst. Gut, reicht schon. Das heißt, wenn ein Verkäufer sich als Sandra verkleiden würde, würdest du ihn ins Haus bitten, nicht wahr? Ja, richtig. Wenn eine Verkäuferin oder ein Verkäufer das Gleiche über dich wüsste wie Sandra und so genau mit dir sprechen würde wie Sandra, was würde geschehen? Ich glaube, ich würde viel kaufen. Ist sie eine gute Verkäuferin? Nein. Nein. Wir Menschen haben einen Fehler. Ich sag mal Fehler. Oder eine Konstruktionsmerkwürdigkeit. Ja? Andere sagen, ein Schuss. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Und darunter falle auch ich mit. Wenn wir etwas hören, sehen, fühlen, erleben oder irgendwas wahrnehmen, und sei es auch das erste und das einzige Mal, aber es ist vergleichbar mit Personen, bei denen wir uns wohlfühlen, denen wir vertrauen, die im engeren Kreis leben, dann fangen wir sofort an, was zu machen? Schublade auf. Schublade auf, Person rein, Schublade zu. Das ist für den Verkauf gigantisch. Deshalb kann Sandra mit dem Spruch, hey, du bist doch auch eine Frau, die glücklich sein möchte, oder? Kann sie bei dir irgendwas zünden? Das würde sie so nicht machen. Das würde sie so nicht machen, weil sie gar ganz andere Fähigkeiten besitzt. Sie würde dich wie anrufen? Mach mal ein Beispiel. Möglicherweise hast du das ja auch schon gehört, ne? Oder, wenn es ins Gefühl geht, geh mal ins Gefühl, ein Erlebnis. Es ist bemerkenswert. Jetzt kannst du ein Geheimnis hinten dran knüpfen. Das möchte ich aber nicht. Ja, und genau das ist der Grund, warum Menschen so schnell, so tief vertrauen. Weil wir ihre Gedanken lesen und Geheimnisse ansprechen. Und bei Gott, es gibt eine Menge Geheimnisse, die wir Verkäufer nicht kennen können und dürfen. Aber trotzdem kennen. Barbara, hast du noch das Mikrofon in der Hand? Ausgezeichnet, der liebe Mario gibt es dir. Also, liebe Barbara, du schaust nur mal auf dein Gefühl. Danke, Heike. Du schaust nur mal auf dein Gefühl. Nun, liebe Barbara, wir kennen uns zwar noch nicht, aber vermutlich haben auch Sie schon mal gespürt, am eigenen Leibe gespürt, wie bitter weh es tun kann, wenn das Vertrauen gebrochen wird oder vielleicht sogar der eigene Mann einem den Rücken zuwendet. Nicht wahr? Ja. Das war ja leicht. Hast du uns ja alles verraten. So, und jetzt sage ich dir was ich nicht wissen kann. Denkst du, es gibt Sachen, die ich nicht wissen kann über dich? Ja. Das war aber kein entschiedenes Ja. Ja. Gut, sehr schön. Also, ich mache einfach was anderes, ja? Möglicherweise wurdest du auch schon mal von einem Menschen enttäuscht, jetzt nicht von deinem Ehemann, sondern von einem Menschen, der dir kurz vorher noch gesagt hat, dass alles in Ordnung ist, dass du dir keine Sorgen machen musst. Und wenige Zeit später hast du das Gefühl gehabt, abgezockt worden zu sein. Ist doch so, oder? Ja. Woher weiß ich das? Ich war nicht dabei. Ja, abgezockt hat der Mann Geld mitgenommen. Nee, also, ich konnte es nicht wissen. Er hat dich nicht abgezockt. Das war was anderes. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch du hin und wieder mal früh, vorm Spiegel stehst und vielleicht nicht jeden Tag berührst, aber deine kleinen Speckröllchen, von denen du ja weißt, dass sie fast jeder hat, irgendwie, vielleicht hast du denen schon Namen gegeben, Susi und Strolch. Donauwellen. Donauwellen, ja. Und hast dir beim nächsten Stück Torte gesagt, das ist so lecker, aber ich esse es trotzdem, auch weil es vielleicht den Pegelstand in der Donau ansteigen lässt. Ist doch so, nicht wahr? Ja. Und weißt du, was ich glaube? Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn deine Freundinnen gesagt hätten, na komm hier, man lebt nur einmal, oder? Ja. War ich dabei bei dem Nachmittag, an dem Nachmittag? Woher weiß ich das? Ist allgemein so. Richtig. Es gibt Volksglaubenssätze. Und ein Volksglaubenssatz heißt, komm, ein Stück geht noch. Ein Stück macht nichts. Und es gibt einen Volksglaubenssatz, nimm dich in Acht vor Männern, die Schnurrbärte tragen. Oder Ehefrauen ziehen meistens den Kürzeren. Oder eine Liebe hält nicht ewig.
Ja, genauso wie alte Liebe rostet nicht. Je nachdem. Egal, ob du es erlebt hast oder nicht, ich werde immer voll ins Schwarze treffen. Und bei Verkäufern hört sich das dann so an. Nun, vermutlich kennen Sie das, da rufen fremde Menschen an, die wollen Ihnen gleich was aufs Auge drücken und haben noch nicht mal die Intelligenz, Sie wirklich gescheit hinterm Ofen vorzulocken, oder? Aber wollen schon einen Termin. Und besudeln dann Ihre Couch und saufen Ihnen den Kaffee und fressen die Kekse weg. Oder liege ich da vollkommen falsch? Und wenn ich Ihnen jetzt gleich sage, dass ich ein Verkäufer bin, der genau weiß, wie er sein Ziel erreicht, denken Sie vielleicht, ach du Scheiße, der hat bestimmt so Einwandbehandlungstechnik und so. Das sage ich lieber gleich, ich brauche nichts, bevor der mich überrumpelt. Stimmt's? Ja. Genau. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass ich völlig frei von der Leber menschlich Ihnen gleich mal erkläre, was ich Schönes für Sie ausgedacht habe und nicht mit irgendwelchen Verkaufstricks komme. Oder? Mhm, ja. Prima. Also, und dann gehen wir zum Anrufgrund. Das war eine Methode des Vertrauensaufbaus. Es gibt 100 Millionen verschiedene coole Sprüche. Wollen wir da gleich mal Werbung machen? Werbung. In unserem Shop www.verkaufswerkzeuge.de findest du, haben wir die Artikelnummer? Ja, Artikelnummer 23 1602. 100 hochexplosive Beispiele für den Vertrauensaufbau. Hörbuch. Preis 400.000 Euro. Zum Sonderpreis heute 29,95. Also viel Spaß. So, die Artikelnummer übrigens war kein Scherz. 23 1602. Ich habe alle Artikelnummern im Kopf. Ist das nicht schräg? Also ich trage die Artikelnummer 0800 880 5080. Ruf mich an. Vertrauensaufbau. Und jetzt, liebe Barbara, bevor wir in die Pause gehen, möchte ich, dass du ein eigenes Beispiel für Verkäufer bringst. Wir werden vorher gemeinsam was erarbeiten, jeder für sich, damit er das gleich mitübt. Und jetzt du auf deinem Zettel. Was glaubst du, denkt die Mehrheit über Verkäufer? Die anrufen, fremde Menschen. Schreib auf, was denkst du? Glaubt die Mehrheit? Ach so, ich so aufschreiben? Irgendwie, genau, mach dir ein paar Notizen. Genau, was glaubst du? Glaubt die Mehrheit über Verkäufer, die einfach so ungefragt anrufen? Und danach machen wir 20 Minuten Pause. Wir liegen super in der Zeit. Ich bin mal schnell hinterm Flipchart verschwunden. Da konnte ich mir nämlich ungestört in der Nase bohren. Für die Regie da hinten. Ja, mal ganz ehrlich, lieber Zuschauer, kennst du einen Menschen, der nicht in der Nase bohrt? Auch das ist bewiesen. Nun, ich weiß nicht, möglicherweise bohren auch Sie hin und wieder mal in der Nase, aber... Nur dann, wenn Sie sich unbeobachtet fühlen, ist doch so, oder? Ja. Barbara. Ja. Ich meine jetzt wirklich, also diese Vorstellung, obwohl es jeder tut. Soll ich noch mehr Beispiele bringen für Dinge, die jeder tut? Nein. Nicht? Gut, okay, alles klar. Sehr gut. So, wenn du aufgeschrieben hast, was glaubst du, dass die Mehrheit der Menschen über Verkäufer glaubt, was die Mehrheit der Menschen über Verkäufer glaubt, die einfach so telefonisch da reinbimmeln, ja, dann wäre es jetzt soweit, Barbara. Und du holst dir dann einfach aus dem Publikum die Bestätigung, ja, ob das machen wir gleich, ja. Also, was hast du aufgeschrieben? Was glaubst du, glaubt die Masse über Verkäufer, die einfach so telefonisch reinplatzen? Ach so, da habe ich mir weiter nichts aufgeschrieben. Ich habe mir gedacht, die meisten Leute wollen das nicht. Schreib auf, musst du dir merken. Ja, kannst du zu Hause mit basteln. Das Beispiel ist ja gut für dich. Wir trainieren gerade eine der Anleitungen, wie man unbestreitbare Wirklichkeiten, höherwertige, bildet. Im April gibt es 2 Tage Vertrauensaufbau. Da behandeln wir nur die Techniken, wie man unbestreitbare Wirklichkeiten bildet, wie man sie mischt, aufbröselt. Wurde bisher immer nur so an einem Tag so mehr oder weniger so ein bisschen angespult. Aber ich weiß genau, dass die meisten von euch in verschiedenen Situationen immer noch
sehnsüchtig nach guten, unbestreitbaren Wirklichkeiten suchen, weil die brauchst du nicht nur für den Vertrauensaufbau am Anfang, sondern auch zwischendurch, um wieder auf das virtuelle Vertrauenskonto Einzahlungen vornehmen zu können. Entweder wenn der Kunde sich aus dem Dialog entfernt, wenn er nicht die richtigen Antworten liefert oder wenn es brenzlige Sachen zu präsentieren gibt, von denen du vielleicht weißt, da bin ich nicht der Beste, aber ich möchte trotzdem, dass er es kauft. Oder wenn hohe Preise ins Spiel kommen. Oder wenn irgendjemand an den Gesprächstisch kehrt. Oder wenn das Telefon plötzlich klingelt. Oder wenn der Termin zu Ende scheint. Wenn irgendwas passiert. Es gibt Millionen von Situationen, wo du zusätzliches Vertrauen brauchst. Und dann ist es wichtig, dass du nicht nur 3, 4, 5 Dinge auf dem Kasten hast. Guten Tag, Sie fragen sich doch bestimmt, wer ich bin, warum ich anrufe. Und wenn ich Ihnen jetzt gleich sage, dass ich der Weihnachtsmann bin, dann lachen Sie mich doch sowieso gleich aus. Das nützt dir ja da etwas, aber du brauchst natürlich noch viel mehr. So, okay, du hast aufgeschrieben. Die meisten Leute wollen das. Die meisten Leute wollen nicht, dass sie von Verkäufern einfach so angerufen werden. Mhm. So, wollen wir mal kurz überprüfen, wer denkt noch, dass viele im Volk so etwas glauben? Mal einfach Hand hoch, damit die Kamera das einfangen kann. Okay, wir sind Bestandteil des Volkes und weil die Mehrheit von uns genauso denkt, haben wir ins Schwarze getroffen. Achtung, der Gunther hat nicht die Hand gehoben. Er glaubt nicht, dass das Volk so denkt. Machen wir einen kleinen Test, ich brauche das Mikrofon schnell. Das zweite, Barbara, du behältst dein Mikrofon. Das zweite macht sich so dann auf dem Weg in die ersten Reihe. Aha, es hat mich nicht gehört, es liegt nämlich hier. Hier, lieber Gunther, kein Problem. Also, wir prüfen das mal. Barbara, du hast gesehen, dass die Mehrheit genauso denkt wie du. Aha. Wenn wir sie danach fragen würden, nun vermutlich ist ihnen auch schon aufgefallen, dass die, oder geht es ihnen genauso wie den meisten, Verkäufer, die einfach so ungefragt anrufen, ja, die sind nicht so beliebt, nicht wahr? Würde die nicken. So, der Gunther ist anders. Auch das passiert dir. Das haben wir auch noch nicht trainiert. Was passiert eigentlich, wenn sowas passiert? Nun, lieber Gunther, möglicherweise kennen Sie das. Die meisten Menschen haben es überhaupt nicht gern, wenn man sie anruft und ihnen was verkaufen will. Ist doch so. Ich bin anders. Ich bin da anders. Aha, das heißt, Ihnen ist es wichtig, dass, wenn ich das Gespräch mit Ihnen fortsetze, dass Sie sofort erkennen, jawohl, die investierte Zeit lohnt sich. Ja. Gerne. War eine Möglichkeit, wie du damit umgehen kannst. Manchmal treffen dich solche Antworten, weil du so versteift bist. Es muss doch jetzt ein Ja geben. Gibt auch manchmal ein Nein und ist trotzdem ein Ja. Du musst nur die innewohnende Seite hervorkitzeln, ja, wie eben in dem Beispiel, und dann kriegst du trotzdem noch dein Ja und ihr seid euch wieder einig. Warum? Verrate ich euch im Modul 493. Also, um ehrlich zu sein, ich hatte gerade eine Antwort. So, also, hast du es gesehen? Jetzt möchte ich, dass du was Eigenes bastelst, liebe Barbara. Danke, lieber Gunther. Was Eigenes. Und zwar, du übernimmst jetzt die Kontrolle und bevor wir jetzt gleich in die Pause gehen, möchte ich von dir mal so eine unbestreitbare Wirklichkeit, die fängt an mit einer Startsequenz, bezieht sie auf irgendein Gefühl, such dir irgendwas aus, das muss auch nicht hier vorn dran stehen. Zweitens, benutze deinen Volksglaubenssatz, wie du ihn aufgeschrieben hast, deshalb hatte ich dich gebeten, das aufzuschreiben, damit du jetzt ablesen kannst. Und drittens, mach irgend so einen Schnipsel dran. Stimmt's, okay, ist doch so, nicht wahr, hab ich doch recht, gell? Also, los geht's. Schön ins Mikrofon, fängst an mit vermutlich, wenn du möchtest. Ich helfe dir. Ja, ich habe vermutlich. Was hast du nochmal aufgeschrieben? Sag's uns nochmal bitte. Das, was wir vorher gesagt haben mit den Verkäufern. Wiederhol's einfach nochmal. Ach so. Genau. Vermutlich denken Sie, so wie die meisten Menschen, dass Sie nicht gerne von Verkäufern angerufen werden, die Ihnen irgendwas verkaufen wollen. Stimmt's? Was bekommst du zwangsläufig am Telefon zu hören? Ja. Ja. Mit wem hast du diese Informationen schon mal geteilt? Nenn mir einen Namen. Edeltraut. Edeltraut ist wer? Eine Freundin. Ja. Hast du schon mal zu einem Verkäufer gesagt, der dich angerufen hat? Also wissen Sie was, bevor Sie weitersprechen, muss ich Ihnen was gestehen. Also ich habe es ja überhaupt nicht gern, wenn mir Verkäufer anrufen und mir irgendwie den Tag versauen, weil sie mir was verkaufen wollen. Wie hast du es gesagt? Und was aufs Auge drücken wollen. Mhm. Hast du es schon mal einem Verkäufer so gesagt? Nein. Ja. Dein Gesicht. Haben wir das Gesicht? Haben wir das Gesicht? Nee, ne? Nein. Natürlich nicht.
Weil das nämlich gegen welche Vorsätze und Grundsätze in deiner Welt verstößt? Höflichkeit. Natürlich. Sagen wir doch niemandem einfach so. Das bequatschen wir mit Edeltraut, stimmt's? Und wenn ich jetzt so spreche wie Edeltraut, nun, liebe Barbara, ich kann mir gut vorstellen, es gab in deinem Leben Momente, da flog dir das Glück einfach so zu und es gab Momente, da wurde es dir einfach so aus der Hand gerissen. Und das hast du nicht gut gefunden. Ist doch so. Ja. Und es gab Momente in deinem Leben, in denen du möglicherweise erlebt hast, dass Glück nicht automatisch den trifft, der sich fleißig um das Glück bemüht, oder? Mhm. Es kehrt manchmal den Rücken und man versteht gar nicht, was passiert ist. Und dann kommt ein Verkäufer und will ihnen sagen, was gut für sie ist. Das finden wir nicht gut, oder? Mhm. Und wenn wir ihm sagen, dass wir es nicht haben wollen, wird er auch noch pampig und will uns die Welt erklären, wobei wir doch schon so viel Erfahrung haben. Oder liege ich da vollkommen falsch? Nee, ist richtig. Ja? Findest du mich gut? Oh. Super. Ja, also wir können das Vertrauen in der Mittagspause, ich mache auch gern 3 Stunden Mittagspause, gerne ausbauen. Also Spaß beiseite, genau so funktioniert das auch im Verkauf. Wir können also einen Haken an unsere Checkliste machen. Ich brauche meinen Grünstift. Vertrauensaufbau. Ihr wisst, wie im Anfang das funktioniert, was es auslösen kann, warum es funktioniert und worin es sich auch unterscheidet, diese Art der unbestreitbaren Wirklichkeiten höhere Werte anzusprechen. Denn, liebe Barbara, was habe ich gerade gemacht? Welchen hohen Wert habe ich gerade angesprochen in den letzten 5 Minuten? Nenn mir ein paar höhere Werte. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Seriosität. Seriosität. Ja, Vertrauen. Vertrauen reicht schon. Das ist auch der Grund, warum Kunden kaufen oder nicht. Oder Einwände bringen und nicht. Preise, Farben, Upel, Wetter, Gewinn? Ja, interessiert keine Sau, oder? Das ist so offensichtlich wie draußen, dass die Sonne scheint. Da steht nicht der Thorsten mit dem Flutlichtstrahler, das ist die Sonne. Das weiß jedes Kind. Danke, 20 Minuten Pause. Also wir treffen uns wieder um 12:30. Also bis gleich. Dankeschön. Super Idee. Oh. Ey, Wahnsinn. Ich habe auch schon gerade gedacht, irgendwas fehlt mir. Es war der Sauerstoff. Wir machen auch hier nochmal ein bisschen auf. Tschu. Was ich ohne dich mache, ich werde mir die Trauer wegklopfen. Ich liebe und akzeptiere mich von ganzem Herzen, auch wenn der Thorsten nicht mehr unter uns weilt. Hat jemand kein Namensschild? Na gut, du hast eins zu Hause, du auch. Hat sonst noch jemand kein Namensschild? P. Piotr. Richtig. So, dann kann ich die zurücklegen. Aus irgendeinem Grund sind immer 7 Schilder übrig und 7 oder 5 Leute kommen, die aus der Versenkung auftauchen. Keine Ahnung, wie die auf die Teilnehmerliste kommen. Merkwürdig. Wirtschaftsagent, Spione. Wirtschaftsspion. So. Jana, danke, dass du es nochmal angesprochen hast. Jana sitzt da hinten. Ja,
in Zukunft gibt es bei Bayreuther eine ganz straffe Struktur. Das musste aber erst über die Jahre wachsen. Wir mussten erstmal herausfinden, was brauchen wir eigentlich, was ist sinnvoll, was ist angemessen. Und dieses Learn-Management-System, was übrigens auch von der Humboldt-Universität in Berlin und von Siemens und BASF genutzt wird, um ihre Mitarbeiter auf dem höchsten Wissensstand, Volkswagen nicht zu vergessen, du fährst ja einen VW, richtig? Na gut, ein Audi ist doch dasselbe. ob Volkswagen oder VW, Hauptsache kein Mercedes. Keine Ahnung, ich habe keine Glaubenssätze über Autos. Doch, habe ich. Dass du zu jedem einzelnen Modul eine sogenannte Online-Prüfung durchführst. Ja, du bekommst deinen E-Mail-Link per E-Mail, dann klickst du den Link, gehst ins Schulungszentrum und dort wartet dann der Leitfaden auf dich, also der Prüfungsbogen. Wir werden alle Vierteljahre unangekündigte Tests versenden mit Fragen zu ganz unterschiedlichen Modulen. So ein Test hat vielleicht 10, 20 Fragen. Mehr als eine halbe Stunde soll es nicht sein. Jeder bekommt andere Fragen und jedes Mal sind die Antwortmöglichkeiten durcheinander gewirbelt. Damit du dir also keine Muster einprägen kannst, sondern tatsächlich nochmal neu drauf schaust und überlegen musst, was richtig oder angemessen und weniger angemessen ist. Und nach den ersten, ich glaube, 9 oder 10 Modulen im ersten Jahr, jetzt weiß ich noch nicht mal, wie viele Module wir im ersten Jahr, ich glaube 10, ist egal, es steht also auf der Ausbildungsbeschreibung, machen wir dann eine große Abschlussprüfung. Da gibt es dann 50 Fragen, vielleicht auch nur 40 oder 80 und die dauert dann den ganzen Tag. Die ist hier und da geht es um die Wurst. Und danach gibt es die Zertifikate. Und für diejenigen, die den Master Kybernetiker erklimmen möchten, für die sei schon jetzt hinzugefügt, die werden selbst coachen müssen, die werden selbst Verkaufstrainings durchführen müssen und auch wollen. Weil der Master ist der, der üblicherweise am meisten weiß und am meisten kann. Und es nützt mir nichts, oder demjenigen nichts, wenn er theoretisch alles so weit drauf hat, aber nichts vortelefonieren kann. Vielleicht fällt jeder 10. Master dann, fällt dem auf, er ist ein guter Verkaufstrainer und so werden wir auch den ein oder anderen Master mit ins Team holen, der dann hier seinen Platz hat und ein paar Jahre mitmachen kann. Ja? Machen wir aber vorrangig aus dem Grund, weil der lehrt, lernt am meisten und am intensivsten. Ja, weil du musst ja jederzeit in der Lage sein, irgendeine Frage zu beantworten. Hey, wieso funktioniert das so? Ja, dann musst du es erklären können. Geht nur, wenn du es drauf hast. So, ne? Und an die Theorie zu glauben, heißt auch, dass man ein bisschen rumtelefoniert und weiß, das ist tatsächlich so, wie die Theorie sagt. Denn nicht jede Theorie hat in der Praxis ihre Wirklichkeit. Schön wär's. So, sitzt mein Haar? Wenn ja, können wir jetzt weitermachen. Was? Echt, ist so gut? Kannst du mal nach vorne kommen, Steen, mir die Haare schön machen? Schatz. Ja, mach doch mal schnell, komm, mach dir die Haare schön. Der Steen ist so fernsehgeil, jetzt kommt er tatsächlich vor und putzt mir die... Nee, mach, es war nur ein Spaß, du bist nicht fernsehgeil. Du bist einfach nur besorgt um mich. Jetzt kommt er tatsächlich. Ah, oh, ist toll. So, schick. Und? Deutlich besser. Was war denn jetzt? Barbara, später. Sex gibt's später. Ganz später. Natürlich nicht. Ich hatte auch nie vor, mit dir irgendwas zu tun. Ich dachte, ich mach das mit Steffi und du schaust zu. das war auch nur ein Gedankenmodell. Nur ein Modell. Ich würde natürlich vorher... Dann ist es dir also wichtig, dass ich dich vorher um Erlaubnis bitte, Steffi. Gut, dann komme ich dann gleich zu dir und bitte dich noch schnell um Erlaubnis. So, ja, der Steen, was macht er denn? Ah, der Lichtingenieur. Sehr schön. So. Also, mm.
So, wenn alles schön dunkel ist. Ah, da hinten ist noch ein dicker Stift. Den nehme ich. Der ist schön. Also. Ist alles klar hier in der technisch alles in Ordnung? Das haben wir natürlich jetzt alles auf Band, aber egal. Ist live, ja. Ich wiederhole unterdessen schon mal, was wir alles erledigt haben. Wir wissen, warum Vorbereitung wichtig ist. Wie wir uns vorbereiten. Was genau vorbereitet werden muss. Wir wissen, wie wir Sekretärinnen umgehen können und warum wir sie nicht zu unseren Verbündeten machen. Wir wissen, wir haben eine neue Methode des Vertrauensaufbaus kennengelernt. Soweit sind wir. Wir werden bis zur Mittagspause werden wir zwei Themen erarbeiten. Und zwar erstens Anrufgrund. Das wird kurz und knackig passieren. Und dann seht ihr ja hier Frage, 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 Fragen, Fragen, Fragen. Leitfaden musst du eigentlich sagen, erklären, sagen, 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 erklären, erklären, sagen, sagen, erklären, sagen, 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 oder? Das sind doch die geläufigsten Leitfäden. Wir erklären dem Angerufenen, warum es cool und sexy ist, sich mit uns zu treffen, oder? Ja, wir würden nie auf die dämliche Idee kommen, zu fragen, hey, lieber Anrufer, nennen Sie mir einen Grund, warum ich Sie besuchen soll. Das würde uns natürlich nicht einfallen. Okay, wir erklären den Kosmos. Ich zeige euch eine Draufsicht auf den Kosmos der Fragen, warum Fragen das bessere Werkzeug sind, statt Argumente. Und ich erkläre euch